Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unturned. Schnell schauen, ob die Aufnahme läuft. Okay, sie läuft und dann kann es weitergehen. Im letzten Part waren wir der Schrotflintenmörder. Okay, und ich habe das Blut angemacht, sodass alles und jeder vollgeblutet wird. Oh mein Gott, sind die Blutspritzer verbuggt. Okay. Ah, das ist für das Fenster. Okay, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Und ich wollte noch schauen im Inventar. Habe ich leere Schrotflintenmunition? Nein. Auf jeden Fall, wir brauchen definitiv. Okay, da unten. Scheiße, das wäre so cool gewesen, hätte ich jetzt Muni gehabt. Oh. Okay. Alle sind erschossen worden. Und ich werde definitiv auch noch andere Waffen spielen, aber die Schrotflinte ist halt die geilste Waffe, die ich im Moment habe. Ich wusste auch, dass es sie hier im Knast gibt. Und ja, der Zombie ist geistig behindert und hat sich von hinten erschossen lassen. Ich wollte eigentlich erstmal so ein Rundfunkvisier, aber ich habe noch keins gefunden. Deswegen gibt es jetzt auch kein Rotpunktvisier. Greife ich ihn bis nach dahin? Okay, nein. Ein Schuss verschwendet, aber nicht schlimm. Munition gibt es hier wie Sand am Meer. Ich wollte schon gerade sagen, sagt er, während er keine Frage. Hey, na? Ciao. Oh mein Gott, wie weit ist er geflogen? Okay, ich muss mich definitiv verbandagieren. Okay. Cool, ich nehme mal die ganze Kleidung von innen mit, damit ich mir daraus Bandagen. Hat jemand von euch schon mal das Wort Bandagen gehört? Also ich nicht. Ich nehme Sachen mit, um mir Bandagen zu craften. Manchmal bin ich auch geistig behindert. Aber nur manchmal. Immer schön die Rex craften, damit man nicht verreckt. Craft Bandage. So, und jetzt habe ich ein so ein fettes Ding. Das müsste mich immer auf 100% bringen. Okay, sagte er, während er nicht auf 100% kam. Okay, der Schrotflintenmörder ist wieder zurück im Knast. Okay. Ich hoffe hier etwas zu finden. Dieses Schloss wurde gerippt. Oder geraggt. Eins von beiden. Unschön. Naja. Der Online-Modus, der funktioniert irgendwie nicht so geil. Oder beziehungsweise der funktioniert nicht so. Noch ein Katana. Das mal schön zerlegen. Ja. Craft. Auf jeden Fall. Ich muss mir gleich erstmal einen kleinen Unterschlupf bauen. Und ich weiß auch, glaube ich, schon genau, wo ich den errichten werde. Orange Bandana, Alter. Wer will ein orangenes? Ich will ein cooles. Oh nein, ich habe keine Energie mehr und ich will da hoch. Hab's Katana gegrabt. Ha. Auf jeden Fall. Ich will mir gleich einen Unterschlupf bauen. Ich glaube, das waren Munition. Das grünes Bandana. Katana. Eine Machete. Bin ich jetzt Jason von Freitag der 13.? Erstmal schön alles kaputt machen hier. Okay. Dann skillt der Schrotflintenmörder noch mal in Grufding.
Okay, dann müssen wir wohl noch einen Zombie töten. Ich habe leider keinen anderen Skin für die Schrotflinte. Daher müssen wir damit auskommen. Aber eigentlich auch ganz geil. So. Und jetzt geht der Schrotflintenmörder noch einmal eine Runde. Weil irgendwie sind die ganzen Sachen wieder respawned. Und nun ja. Deswegen geht der Schrotflintenmörder jetzt zu Harald. Und gibt den erstmal einen schönen Schuss ab. Harald, vergisst doch nicht nachzuladen. Oh, Shotgun-Munition. Das läuft doch schon mal. Und ich wollte heute noch zu der Militärbasis nochmal eine Tür. Nun ja, was? Ich habe jetzt ein paar Türen. Okay, da hinten. Obwohl, erstmal schön ins Crafting skillen. Und Survival hatte ich noch nicht voll. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt nicht in der Großstadt alles zusammenballern. Aber ich werde mir definitiv einen Unterschlupf suchen. Oder zumindest ein Standpunkt, wo ich mein Haus bauen kann, damit ich hier nicht so die ganze Zeit meine Sachen rumschleppe und nichts habe, wo ich die hinpacken könnte. Ich weiß, ich habe manchmal einen Sprachfehler, aber nur manchmal. Und leider kann man nicht schnell schwimmen, aber man kann skillen. Und ja, auf jeden Fall, vielleicht gehe ich heute schon in die Military Base. Vielleicht aber auch noch nicht. Und vielleicht erschieße ich auch jetzt hier diesen Zombie. So, da schön alle hinkommen. Und ich dann schön nochmal hier XP fahren kann. Ja, ich weiß, irgendwo gerade Munitionsverschwendung, aber irgendwo auch gerade lustig. Achso, und es ist wieder Zeit, um Kleber zu trinken. Durch mein Bandana durch. Oh. Und jetzt. Oh, links und rechts ist wieder vertauscht. Flintenmörder. Im Einfluss unter Drogen. Okay. Oh, das war nice. Ich muss erstmal schauen hier. Erstmal hier viele Sachen mitnehmen. Ach, ich will eh nicht mit Revolver spielen. Von daher, es wird jetzt dunkel. Da müssen wir irgendwo alle durch. Und weil dieser Zombie so bitter ist, erschieße ich ihn erstmal. Direkt sein. Okay, schon wieder keine Munition. Ich werde definitiv Munition fahren für die Schrotflinte. Aber dafür brauche ich erstmal einen Unterschlupf, damit ich die ganze Schrotflintmunition lagern kann. Oh, das ist immer so schön, ne? Wenn man hier so durchrennt. Oh, dieses Mal ist links und rechts, vorne und hinten vertauscht. Oh, das ist der heißeste Scheiß auf dem Schwarzmarkt. Ah. Hello, Motherfucker. Oh, da oben im Haus war einer. Boah, den habe ich gesehen. Okay. Erstmal nochmal schön nachladen. Und erstmal aufs Hackerfahrrad gehen. Man könnte denken, wenn die Waffe nicht hinten an meinem Rücken wäre, ich wäre ein ganz normaler Typ. Okay, schau auf.
Das nervt mich langsam auch. Ja, mir fällt irgendwie auf, ich gucke irgendwie ein bisschen behindert. Ich habe so eine Leere in den Augen. Okay. Paul's Hats. Okay, wenn ihr Hüte braucht, geht nach Paul's Hats. Und nicht F. So. Auf jeden Fall. Ich weiß schon, was als nächstes zu tun ist. Erstmal Baumenü öffnen. Und dann Metal Cheats bauen. Also das sind meine Cheats. Mit denen cheat ich immer. Und hier, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hab sie gar nicht alle mit. So. F. Da, das finde ich auch blöd, dass die Sachen nicht automatisch so hingerückt werden. Aber hey, dann muss man leben. So, und jetzt nehme ich mein Katana und schlag jetzt hier erstmal den Baum tot. Ich schlage ihn förmlich tot halt. Könnte noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich baue mir gleich Kisten. Und da drin werde ich dann alle meine Sachen lagern. Und ich werde noch ein paar mehr Sachen bauen. Auch. Ah, da ist der Baum gefallen. So. Erstmal hier noch craften. Haussachen. Die Sachen. Wo sind die ganzen Sachen? Na? Hallo? Ja, ich weiß, wo mein Fehler ist. Lol. Das Köpfe. Das da hin. Da kommt das da hin. Das da ist. Das dahin. Das kommt dann dahin. Das so. Ich kann schon wieder nichts aufheben. Okay, egal, das muss jetzt erstmal reichen für eine. Nein, das reicht einfach nicht. Ich werf kurz die Sachen weg. Damit ich mir kein Dach, keine Stufen. Wo ist es? Okay, ein Metallflur bauen kann. Und den setze ich jetzt hier. Ich habe jetzt einfach mal so beschlossen, dass wir dort unser Haus hinbauen werden. Beziehungsweise ich das Haus dort hinbauen werde. Und jetzt werde ich noch etwas anderes tun. Und zwar, nein, ich will das nicht machen. Was heißt? Raining Barrel brauchen wir auch noch später. Hier. Planky. Okay. Ich bin nicht rausgelaufen. Meine Sachen sind noch in meinem Inventar. Und dann hier. Wo ist es? Da. Aus Birke. Boah, nee, das finde ich doch nicht mehr toll. Was mache ich jetzt damit? Ich habe eine Idee. Ich werde daraus... Nein. Ich habe mich verdrückt. Ach egal, ich werde die jetzt einfach hier liegen lassen. Irgendwann werden sie schon despawnen. Drop, i drop,
Drop. 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 Dein Drop. Drop. Und Drop. Ja, schon wieder hier Zeit verlieren. Wie beim anderen Part. Ich muss essen und trinken. Und dann esse ich einfach mal eine Tomate. Gibt Essen und Trinken. Ein Stück Mais esse ich auch. Und jetzt trinke ich noch das da. Oh. Oh, das war schön. Auf jeden Fall will ich heute noch in die Militärbasis gehen. Egal, ob es dunkel ist oder nicht. Und ja, dort erstmal alle Zombies töten. Vielleicht mit der Shotgun, vielleicht aber auch nicht, weil die Militärzombies sind ein bisschen stärker. Es gibt Militärzombies. Ja, und deswegen muss ich schauen erstmal, ob ich das überhaupt schaffe. Aber auf jeden Fall erstmal den Baum hier töten. Okay, jetzt mal schwere Angriffe. Um den Baum endlich zu kletten. Und da ist er auch down. Stick, 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 Stick. Und da. Und jetzt baue ich Craft All. Okay, ich habe noch eine Birkenplanke. Aber erstmal Crate craften. Okay. Jetzt habe ich ein Lager für meine ganzen Sachen, die ich erstmal nicht brauche. Ich muss es drehen, ich muss es drehen, ich muss es drehen. So. F. Was brauche ich denn im Moment nicht? Oh. F. F. A, da. So. Das brauche ich im Moment nicht. Das brauche ich im Moment auch nicht. Das auch nicht. Und das da auch nicht. Ich will das schön haben, okay? Oh, scheiße, ich hab das nach draußen geworfen. Weil ich döf bin. Oder döf, ich hab scheiße gebaut, okay? Bitte vergib mir. So. Und die Säge, denke ich, brauche ich erstmal auch nicht. Und das kann auf die Böden verrotten. Okay. Traue ich mich jetzt hin? Oder ich könnte auch erstmal noch Essen anbauen. Ich muss auch sagen, es gibt ja auch Riesenzombies. Das wäre nicht schön, wenn wir davon eintreffen würden. Weil wenn wir so eintreffen, sind wir tot. Von jedem Seed ein. Das hier ist Tomate. Das hier ist, keine Ahnung, Potato, also Kartoffelchen. Kartoffel. Warum sage ich Kartoffelchen? Hier haben wir Gras. Das klassische Gras natürlich. Wer kennt's nicht? Und Korn. Ach, Mais. Korn. Ja, Mais. Dann war der andere, der hier wahrscheinlich Karotte. Okay. Ich denke mal nicht, dass ich Schrotflinten-Action machen werde. Es sei denn, ich kann ausspähen, ob da ein krasser Zombie ist. Es gibt auch fette Zombies. Aber fürs Erste nehme ich das Katana. Und werde sie alle elendig knechten. Abstechen. Das war einfach. Er hat überlebt. Oh, holy shit. Okay. Rauch. Ich kann nicht richtig reden. Rauchgranaten brauchen wir fürs Erste nicht.
Aber später werde ich damit vielleicht noch arbeiten. Und das Geilste wäre jetzt, hier gibt es auch Raritäten. Das hier ist zum Beispiel selten. Das hier ist ungewöhnlich. Den seltenen Helm setze ich mir jetzt auf meinen Korb, weil ich dann, glaube ich, mehr Schutz habe. Ich weiß es nicht, ob es hier sowas wie Schutz gibt. Aber wenn ja, dann habe ich jetzt mehr Schutz. Oh mein Gott, es gibt einen Helikopter. Oh mein Gott. Aber ich kann die Dinger nicht fliegen. Okay, lasst ein Like da, wenn ich versuchen soll, das Ding zu fliegen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich abstürze und elendig abkratze. Also, ich glaube, entweder bin ich grün. Sexy. Entweder bin ich elendig sofort tot oder ich schaffe das. Aber ich werde definitiv vorher meine ganzen Sachen in eine Kiste legen. Nicht, dass ich. Okay, Kleberzeit. Nicht, dass ich elendig sterbe und dann. Ja, alles verloren habe. Okay, ich werde definitiv keine Schrotflint-Action machen. Weil. Ich habe nur noch 16 Schüsse. Und. Das wäre jetzt nicht so nice, wenn dann ich dann auf einmal tot bin. Okay, 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 okay. Was ist das? Ist das ein... Okay. Hat der Waffen an Bord? Ich denke nicht. Ah, der ist leer. Okay, dann müssen wir... erstmal... hier so eine... ja, wie nennt sich das? Sag jetzt einfach mal Benzinbehälter, nennt sich das, glaube ich. Auf jeden Fall ist das so ein Kanister, in dem Benzin reinkommt und dann hat man halt so Benzin die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Irgendwie finde ich, habe ich hier in diesen Baracken noch nie etwas gefunden. Und ich glaube, der Riesenzombie ist nicht da. Aber allein aus der Tatsache, dass Herz Nacht ist, würde ich nicht überstürzen und trotzdem leise angehen, weil... Oh, hier ist Militärmesser. Brauche ich aber nicht. Weil alleine auch schon... Ja. Ich keine Lust habe, im Dunkeln meine ganze Muni zu verballern und mich zu treffen. Lol, ein Auto? Okay, ich wollte eigentlich den Reifen zerschlagen. Oh mein Gott, da hinten ist ein krasses Auto. Und legendäres Auto. Schaut euch an, wie fett das Ding gepanzert ist. Hier ist ein Online-Modus, noch Militärmagazin. Oder Sturmgewehr. Oh mein Gott, haben wir ein Glück. Den fettesten Rucksack, den es gibt. Alter, komm, macht man mal so ein Run auf YouTube. Da kriegt man sofort hier die ganzen Sachen am Kopf geworfen. Oh mein Gott, ich liebe es. McDonald's, Alter. Oh, scheiß die Wand, dann ist das geil. Oh, Zombie, ey. Erstmal hier. Magazin. Rotpunkt. Rotpunkt, ne? Rotpunkt finde ich besser. Das kann ich aber trotzdem noch benutzen oder gebrauchen. Alleine auch schon, weil ja hier noch andere Waffen gibt und dann wäre das vielleicht nice. Wir haben eine Handgranate gefunden. Die werfe ich, glaube ich, gleich. Was ist das hier? Ein Militärmesser. Ja. Vielleicht mache ich morgen auch ein Livestream. Einfach nur so, just for fun. Obwohl, scheiße, morgen geht ja gar nicht. Ich nehme das Video am Samstag auf. Und morgen kommt ein Video. Hier ist ein Maschinengewehr. Wenn morgen
das Video kommt, der erste Part, dann kann ich ja gar nicht in diesem Video sagen, dass ich am Samstag einen Livestream mache. Ach egal, scheiß drauf. Zombie. Ja, so. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, ich fahre zurück. Mit dem Auto fahre ich jetzt zurück. Das werde ich tun. Oh mein Gott, ich kann hier durch gar nichts sehen. Schnell Außenperspektive anmachen. Ich werde das andere Fahrzeug nicht rammen und trotzdem durchfahren. Holy Macaroni! Ciao, ihr Pisser! Ah, Licht anmachen. Bam, Alter! Voll in die Fresse! Ich werde mich gleich auf den Weg begeben, neue Munition zu farmen. Da mache ich eine Munitionskiste. Geronimo! Oh. Das ist mein Lager! Oh. Okay, okay. Das Fahrrad ist auch noch hier. Auf jeden Fall habe ich das Maschinengewehr. Das da. Oh. Die Säge kann ich wieder mitnehmen. Und wir hatten so einen Lack, ne? Das ist der größte Backpack, den es gibt. Auf jeden Fall haben wir so einen Lack gehabt. Oh mein Gott, wie viel Platz habe ich einfach noch? Okay, ich muss definitiv noch einen Baum fällen. Einfach nur, um mehr Kisten zu haben. Für mehr Munition. Ah. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch, glaube ich, die Kisten bauen und dann werde ich auch, glaube ich, aufhören. Definitiv, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Und für mehr Schrotflinten-Action, lasst auch ein Like da. Dann werde ich mehr Zombie-Viecher erschießen und mich auch zum Fettsack-Zombie hinbegeben, falls ich einen finde. Und ich werde sie alle elendig erschießen. Achso, und ich glaube, ich habe keinen Bock, Munition farm zu gehen. Alleine oder halt ohne die Aufnahme. Deswegen werde ich im nächsten Part Fett Muni farm gehen. Und dann werde ich mehr Zombies erschießen und dort mit der Schrotflinte rumrennen. Ach. So, gehen wir erstmal hier hin. So, Tutorial zum Kistenbau. Erstmal hier auf Craft All drücken. Schaut man auf den Boden, ist nichts. Schaut man in sein Inventar, hat man 5 Millionen Sachen hier drin. So, baut man erstmal ja ein paar Stöcker. Und dann baut man einfach mal auf Craft All. Da hat man schon zwei Kisten wieder. Und weil man merkt, dass man keinen Bock mehr darauf hat, macht man hier nochmal Craft All. Hat nochmal zwei Planken. Das waren die zwei Planken, die gerade auch schon da waren. Und Nein. Man nimmt das. Dann dreht man die Kiste so. Es wird wieder Tag. Und To-Do-List noch für die nächste Folge. Metall mitnehmen. Oder halt Dinge, die Metall bringen, mitnehmen. Es ist sehr schwer mit der Maus so ein ganzes Ding zu rotieren. Aber so, jetzt haben wir drei Kisten. Ich würde sagen, das war's wieder mit der Folge.